aber eine grundsätzliche Bewertung ist erlaubt. An zwei Stellen muss ich sagen, habe ich doch ein Stück weit Erstaunen. Darüber nämlich, dass die Bundesregierung sagt, sie ist gestern Abend genauso überrascht gewesen wie die Öffentlichkeit von den Leaks, mit denen ja nun nachgewiesen ist, dass die NSA politische Spionage in Deutschland betreibt. Und das, nachdem wir eine ganze Serie von Spionageaktivitäten in den letzten Monaten hatten. Wir hatten die Spähsoftware Ratchet im Bundeskanzleramt. Wir hatten Markus R., den Mitarbeiter des BNDs, der von der CIA angeworben wurde. Wir haben die Causa Merkel-Handy und vieles andere mehr. Und ich denke, nach den Snowden-Dokumenten, nach diesen ganzen Vorfällen, hat der Bundesregierung jede Sensibilität gefehlt, in den letzten Monaten tatsächlich in Erwägung zu ziehen, dass die NSA in Deutschland auch Spionage betreibt und in der Kooperation mit dem BND so etwas wie eine geheime Agenda hat. Und das Zweite ist auch bemerkenswert, was wir an Konsequenzen hören, ist uns zu wenig. Wir haben gefordert, dass das Konsultationsverfahren eingestellt wird. Das heißt, dass nicht länger von den USA die Erlaubnis eingeholt wird, dem Untersuchungsausschuss die Unterlagen zu geben, die ihm zustehen. Wir haben gefordert, dass vom Generalbundesanwalt heute ein klares Signal kommt. Das klingt auch sehr vage, was man von dort hört. Und vieles andere mehr. Ich denke, dass es angesichts der in Rede stehenden Ausspielung von Ministerien und Sachverhalten der Finanz- und Wirtschaftspolitik, also ganz klar, wo es um eine Konkurrenzsituation Deutschland und EU gegen USA geht und die USA sich über diese Spionage versucht, einen Wettbewerbsvorteil zu organisieren, zu wenig, was die Bundesregierung hier im Augenblick an Konsequenzen an den Tag legt.